Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Hallo und herzlich willkommen. 100 Sekunden. 100 Sekunden sind nicht wirklich viel. 100 Sekunden soll es nach Weltuntergangsuhr nur noch sein bis 12 Uhr, also bis alles vorbei ist. Seit 1947 gibt es jährlich diese Angabe, wo wir uns gerade befinden auf dem Weg sozusagen in den Abgrund. Der Wert 100 Sekunden stammt vom 23. Januar diesen Jahres. Seitdem ist viel passiert. Wer weiß, was die Uhr jetzt geschlagen hat. 60, 70, 80 Sekunden bis Ende? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht mein Ding, diese Weltuntergangsstimmung. Ich bin und bleibe ein Hoffnungsmensch. Ich bin auch jemand, der zu einer ganz besonderen GmbH gehört, nämlich zur Gesellschaft mit berechtigter Hoffnung. Jawohl, ich bin Christ. Und das ist für mich nicht nur so ein nettes Beiwerk für mein Leben, für manche vielleicht eine Krücke, damit ich durchs Leben komme. Nee, es ist etwas, was mein Leben prägt und ohne dem ich mir mein Leben auch gar nicht mehr vorstellen kann. Was das mit dem Christsein so auf sich hat, habe ich durchs Lesen in der Bibel erfahren. Und da begegnen mir immer wieder Menschen, die ihr Vertrauen, ihre Hoffnung auf Gott und auf Jesus gesetzt haben und nicht enttäuscht worden sind. Und das habe ich auch erlebt. Unsere Tochter Birte ist ja mehrfach behindert und blind auf die Welt gekommen. Und sie hat einen Satz, mit dem sie mich mitten im Alltag ermutigt und mir Hoffnung schenkt. Diesen Satz spricht sie schon lange sehr deutlich aus, obwohl sie sonst sprachliche Probleme hat. Gott ist da, ist der Satz. Gott ist da, den sagt sie mir, wenn sie merkt, dass ich gerade nervös bin. Den sagt sie mir, wenn sie merkt, dass die Stimmung um sie herum vielleicht gerade etwas schwierig ist. Und dieses Gott ist da habe ich verinnerlicht. Ich weiß, Gott ist da, wenn mir Anerkennung, die ich vielleicht gerade bräuchte, versagt bleibt. Gott ist da, wenn Menschen ungerecht mit mir umgehen. Gott ist da, wenn die Weltuntergangsuhr gnadenlos auf die 12 Uhr zugeht. Gott verlässt diese Erde nicht, er lässt seine Menschen nicht im Stich. Eine liebe Freundin von mir hat mir zu Ostern eine wunderschöne Karte gebastelt. Und der Spruch, den sie kunstvoll reingeschrieben hat, ist sehr prägend für mich geworden. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Eine Aussage von Peter Kusmitsch. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ich will hoffnungsvoll durch diesen Tag gehen. Und ich weiß, was ich nachher mache. Ich werde eine Runde durch meine Küche tanzen. Ich wünsche dir eine gute Woche und einen großen Sack voller Hoffnung für dich und für diese Welt, weil Gott ist da. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.